Hallo! So, die erste Folge von Mech-Vorstellung. Heute ein Stalker in der Version 3FC. Ja, was hat die Waffenplattform? Wir haben im Kopf mal zuerst etwas Munition und Artemis-Munition. Im Torso haben wir noch mehr Munition und eine Standard-Engine. Im rechten Torso haben wir einen Medium Laser LRM-10 und Double Heatsinks. Genauso im linken Torso, da hier ist aber noch eine Beetle Active Probe drin. Im rechten Arm haben wir Medium Laser Tac Laser und Double Heatsinks mit LRM-10. Im linken Arm halt nur noch Medium Laser und die Beine sind gefüllt mit Munition. Ja, Standard Armor und der Rest soweit Standard. Dies ist die Trial-Version. Die Aussicht ist halbwegs gut, das Chassis lässt sich schlecht drehen. Hier sehen wir die LRM-10 Abschuss. Wir haben 4 Werfer, also je 10 pro Werfer heißt 40 Schuss. Haltet aber die Distanzen zu nah und die Raketen prallen ab. Die Medium Laser, 4 an der Zahl, erzeugen nicht allzu viel Hitze, zum Glück. Ja, mit einer Masse von 85 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 54 Stundenkilometern ist die Stalker nicht unbedingt gerade das schnellste Geschütz, aber ein stark gepanzertes Geschütz, welches 2594 beim Wiedervereinigungskrieg das erste Mal auf dem Schlachtfeld gesichtet wurde. Die schwere Waffenplattform Stalker wurde von Triad Technologies gebaut und Jahrhunderte in Betrieb gehalten, in verschiedenen Ausführungen. Der Stalker ist mit seiner eher geringen Geschwindigkeit dafür gedacht, Support zu bieten und von hinten her eine Bresche in die Front zu schlagen. Was sich Piloten natürlich auch zu Nutzen machten, eine beliebte Taktik der Stalker-Piloten war es, warten in einem Haus, bis ein feindlicher Mech durch war und danach mit der heftigen Panzerung, die sie hatten, die Mauer zu durchschlagen und hinter dem Gegner aufzurücken und ihn zu zerstören. Ja, 200 Jahre lang blieb der Stalker einer der Hauptmechs bei der Star Leech Defense Force. Danach, nach dem Untergang der Star Leech, wurde die Mech-Chassis weitergebaut bei Irion Battle Mechs und Hershey Heavy Industries, welche dem Erfolg weiterhin Anhang bieten. Doch durch die relativ große Anzahl von Stalker-Mechs verloren Piloten in der Peripherie und in der Inner Sphere leider etwas die Angst vor diesem doch recht starken Assault-Mech. Ja, sie verloren die Angst, bis ein Stalker vor ihnen auftauchte. Dieser Mech ist einer der relativ langlebigsten aus der Assault-Generation. Wir hier steuern momentan noch einen Stalker STK 3F in der Version C. Eine, ja, recht gute Mech-Chassis. Könnte aber noch besser sein. Wir werden sehen, das wird die erste sein, die wir uns kaufen. Und wir werden sie nach unserem Booster umrüsten. Mal schauen, ob die anderen Mech-Piloten wirklich erst Angst bekommen, wenn ich auftrete. Gut, das war das erste Video von der Mech-Vorstellung. Da werden noch weitere folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Reactor Online. Bis denn dann, euer Sir Bones. Und tschüss.